Ich bin André Schiedenberg, ich bin Arzt in Zürich gewesen. Jetzt habe ich ein Buch geschrieben, das blutige Auge des Blutspitzhirsches. Sarah Spahle hat sich bereit erklärt, das Gespräch mit mir zu machen über das Buch, über Drogengeschichte, über HIV, AIDS, die damals eine Rolle gespielt hat. Und Sarah habe ich kennengelernt bei den Vorbereitungen zum Film Blutspitzbaby, wo sie ja die Hauptrolle gespielt hat. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Sarah Spahle, ich bin Schauspielerin. Ich bin hier, um ein Gespräch zu führen mit André Schiedenberg über sein Buch «Das blutige Auge des Blutspitzhirschs», das im September erscheint, und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Also zuerst mal danke vielmals, dass ich das Buch habe lesen durfte. Ich bin sehr begeistert. Ich finde, dein Buch bietet einem einen extrem grossen und breiten Einblick über dich und dein Arbeiten, über die Zeit von damals mit und die Drogenpolitik von damals und Einblick in Menschenleben, was ich sehr bereichernd finde. Was einem auch anregen, um selber sich zu positionieren, selber Gedanken zu haben und so weiter. Dein Buch heisst «Das Blutauge des Blutspitzhirsches». Was steckt hinter diesem Titel? Ja, das blutige Auge des Blutspitzhirschs, das ist einfach auf eine Art ein Symbol gewesen. Es hat tatsächlich einen Hirsch auf dem Blutspitz und der hat ein blutiges Auge in dieser Zeit. Wer das angemalt hat, das habe ich nicht definitiv herausgefunden. Es gibt mehrere Versionen, wie das zustande kommen soll sein. In diesem Buch erzähle ich eine, und eine andere Version war aber, dass es Anfang 80er Jahre, wo die Polizei einer Frau ein Auge rausgeschossen hat, dass dort eine Demo gemacht worden ist und im Nachgang zu dieser Demo über dem, auf dem Blutspitz schon damals das blutige Auge angemalt hat. Ich weiss es nicht genau. Ist es rebellisch? Also steht das für dich auch für... Ist das ein rebellisches, blutiges Auge? Oder ein rebellisches, ja. Das könnte schon so sein. Also sicher hat das so etwas ausgedrückt, aber auch das Schrecken und das Düstere und Blutige, Gewalttätige, wo in dieser ganzen Geschichte um den Blutspitz, um die Drogenpolitik, um das Vergehen, Sterben. Also sicher hat das mit dem zu tun, ja. Es drückt das vielleicht schon ein bisschen aus, oder? Ja. An wen richtest du dein Buch? Oder was hoffst du, wer liest dein Buch? Also ich hoffe natürlich schon, dass es ein breites Publikum hat. Ich denke, dass die Geschichte wert ist, dass man sie nochmal sich vergegenwärtigt, dass sie auch vielleicht sogar breiter bekannt wird über Zürich aus. Ich denke, dass es so... Also im Moment beschäftigt mich das Thema der Prozess von der Zivilisation. Also das ist ein Buchtitel von einem Buch vom sehr bekannten Philosoph, der vor 70, 80 Jahren das schon geschrieben hat. Norbert Elias, aber der Prozess von der Zivilisation drückt sich eigentlich in dieser Geschichte schon aus, wo nicht das Ende ist, dass man nämlich aus einer verfahrenen, schwierigen gesellschaftlichen Situation, aus einer desorganisierten Situation in eine organisiertere, sicherere Situation hineinkommt, dass es aber auch der Prozess halt vielleicht auch etwas Einschneidendes hat, dass Freiheiten nicht nur garantiert werden, sondern auch wieder genommen werden in diesem Prozess. Ich denke, so etwas, vielleicht jetzt ein bisschen politphilosophisch, aber auch Geschichten von den Leuten, Geschichten, die dort stattgefunden haben, die sind wichtig, die sind vielleicht nicht nur mir wichtig, sondern vielleicht kann ich sie auch vermitteln. Was hoffst du jetzt, dass wenn man es liest, was wäre so
ein schönes Kompliment, das man dir geben würde, wenn man sagt, hey, das nehme ich aus diesem Buch raus. Das ist das, was mich beschäftigt, wenn ich dein Buch lese. Also, dass es heute berührt, dass es heute einwichtig ist, was damals war, dass es Ähnlichkeiten hat mit dem, was uns heute umtreibt, zum Beispiel angesichts von einer neuen Pandemie. Damals war es AIDS, HIV, und jetzt ist es SARS-CoV-2 und Covid-19. Also, das hat mit dem zu tun, was uns jetzt umtreibt. Dass da Verunsicherung ist, dass es Leute Angst haben, aus Angst aus aggressive Impulse hat, von anderen Leuten aus der Gesellschaft raus zu kicken, dass solche Prozesse dann verstärkt werden durch eine Pandemie. Das hat mit dem zu tun, was heute auch stattfindet. Vielleicht in der Schweiz ein bisschen weniger als in Ländern in Amerika oder auch im Osten von Europa und so weiter. Also das. Das, was du vorhin gesagt hast, vom Zivilisierten, du schreibst in deinem Buch, dass die Geschichte vom Drogenkrieg ein glückliches Ende gefunden hat. Was? In der Schweiz? In der Schweiz. Das ist das, was du meinst, wenn ich dich richtig verstanden habe, mit dem aus einem Chaos raus in eine zivilisierte Situation hineinkommst, ist das richtig? Ja, also es gibt mehr Sicherheit für die Leute, die betroffen sind, es gibt mehr Sicherheit für die Gesellschaft, das haben wir wirklich in der Schweiz erreicht. Ja. Und, also das, ja, das heißt, das ist dir gelungen, wo hat man können, wo geht es weiter, oder wie geht es weiter? Weltweit. Ja, also das Drogenproblem ist weltweit überhaupt nicht gelöst. Das Drogenproblem ist weltweit immer noch sehr blutig und zerstörerisch. Es gibt viele Leute jedes Jahr, jeden Tag drauf. Es ist wirklich ein Krieg, der immer noch da oder da ziemlich übel tobt oder flackert. Und dass, wie man das kann, wirklich weltweit in den Griff kriegen, da bin ich ratlos. Da bin ich sehr hilflos gewesen, schon vor über 20 Jahren. Da habe ich dann zurückgezogen gehabt, weil ich eigentlich nicht gewusst habe, wie man dort sinnvoll kann weiter etwas machen kann. Und ja, vielleicht auch mein Ungestüm nicht mehr adäquat war für das, was in der Schweiz nötig ist. Ja. Und in der Schweiz würdest du aber sagen, hat man es so weit im Griff, auch mit den neuen Drogen. Ich finde es so spannend, es geht sehr fest um Drogenabhängige, die abhängig sind von Heroin und von Koks und von Beruhigungsmittel. Ja. Es sind ja heute andere Drogen. Ist das auch eine andere Geschichte? Oder ist also wirklich viele neue Drogen. Andere Drogen sind eigentlich nicht dazugekommen. Aber es hat, also Ecstasy hat es in den 90er Jahren auch schon gegeben. Und ja. Ecstasy ist schon älter sogar. Und einfach nicht so wahnsinnig in Gebrauch gewesen damals. Erst langsam aufgekommen. Kokain ist die grosse Welle. Eigentlich nachher kam, aber Kokaininjektionen sind dort natürlich wirklich ein sehr grosses Problem gewesen. Und alle diese Drogen haben immer wieder einmal eine Kundschaft und dann wieder ein bisschen weniger. Was da immer die Ursachen sind, da wird dann philosophiert und spekuliert. Und das finde ich nicht so wahnsinnig interessant, sondern mehr die Frage, wie geht man wirklich mit dem um, wie schaut man, dass den Leuten, die es dann betrifft, dass es denen besser geht, dass die Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen weniger Schaden hat durch all das. Aber wie geht es weiter, wie macht man das? Ich denke schon, dass Medizin Möglichkeiten hat, vor allem die Medizin, das Medizinalsystem. Also die Medizin kann solche gefährliche
Substanzen, Neurotropie, also aufs Gehirn wirkende Substanzen, eigentlich gut kontrolliert einen Markt schaffen, einen Markt, der funktioniert, einen Markt, den der Staat beaufsichtigt, aber nicht letztlich Medizin schaut, dass Feinjustierungen, die halt in Bezug auf jeden Patienten nötig sind, auf jeden Konsument nötig sind, dass die dann funktionieren. Das kann die Medizin, glaube ich, wirklich am besten. Und das ist auch das, wo ist es die Medizin, die geholfen, also oder ist es die Medizin, die es geschafft hat, dass wir heute nicht mehr die abschreckenden Bilder haben von Drogenabhängigen auf der Straße? Also bei der Heroinabhängigkeit ist es sicher so, dass die Medizin für jeden Einzelnen in der Schweiz die Möglichkeit geschaffen hat, dass er da nicht mehr sich als gesellschaftswidrig verhalten muss, dass er sich so kann, auch mit seiner Sucht, obwohl er die nicht hat können aufgeben konnte, fast niemand hat das amigs können, bis heute. Aber die können jetzt ein normal leben und können sich eben so verhalten. Ich glaube schon, das hat Medizin ermöglicht. Mit Methadon, also mehr als die Hälfte der Leute nehmen jeden Tag Methadon und sind eben nicht mehr genötigt, da, dem Heroin nachzurennen. Und ein weiterer grosser Teil macht das vielleicht nicht die ganze Zeit, aber der grösste Teil von der Zeit, immer wieder halt, versucht vielleicht auch wieder einmal aufzuhören, aber schafft es nicht. Und am Schluss ist es halt wichtig, dass nicht mehr so eine Massierung rum ist, dass nicht mehr nötig ist, dass man sich das Heroin auf so schwierige Art beschafft. Yeah. Das ist, glaube ich, grundlegend. Und alles andere, also soziale Auffangnetz und so weiter, auch dass die Polizei vielleicht nicht mehr das Gefühl hat, sich eine Ordnung herstellen, indem sie primär mal auf Drogenkonsumenten losgeht, sondern eben schaut, wie macht man Ordnung, oder? Yeah. Und die Aufgabe wirklich besser kann warnen. Ich denke, dass die Grundlage ist wirklich, dass jeder Einzelne, der betroffen ist, sich anders kann verhalten. Viel, viel leichter, als er das vorher hätte können. Du schreibst auch, dass der Kampf gegen Drogenkonsum damals sehr fester Kampf gegen drogenkonsumierende Menschen war. Mhm. Das ist so das, dass man heute eigentlich mehr probiert, die Menschen aufzufangen und sie nicht gegen sie schafft, sondern mehr Umstände für sie schafft. Ja, ich denke, da ist wirklich eine Änderung im Bewusstsein der meisten Leute eingetreten. Die meisten Leute haben eine andere Auffassung von diesen Problemen. Und was war es bei dir, wo dir, so wie du deine Geschichte erzählst, auch schon sehr früh, dass klar war, dass man so muss eigentlich miteinander umgehen? Ja gut, das war auch ein Prozess, oder? Ich war ein aufmüpfiger, frecher Koch und wollte mich nicht einfach zufrieden geben mit dem, was irgendwelche Autoritäten sagen. Und dann, also das war ein Impuls. Und dann war ich aber auch ein Doktor. Ich war halt wirklich ein Doktor. Und habe einen Jungen vielleicht ein bisschen pushigen Doktor, aber eben doch ein Doktor. Das waren meine Patienten. Und ich habe gesehen, die gehen zu Grund. Oder? Die sind am Sterben und kommen nicht einmal eine Nothilfe angemessen über, verrebeln auf eine Art und Weise, die man einfach nicht akzeptieren kann. Und das war für mich der Push. Und zudem habe ich dann eben können, gegenüber einem Kantonsarzt halt dann fang mich doch spielen, oder? Also der hat gemeint, der kann mir eins draufbängeln und ich habe einfach gefunden, hey, hallo, oder? Das ist nicht wahr, oder? Das stimmt einfach nicht und ist nicht einmal gesetzeskonform. Also hallo, das geht nicht, oder? Und das hat dann auch gestummen und das ist natürlich schon noch lässig gewesen. Also dass du Erfolg hast in also, oder bestätigt worden bist, dass du auf dem richtigen Weg bist, so wie du einschläfst, oder? Ja. Ich habe ja Platzspitzbaby gehabt und bin dort mit dieser Thematik sehr
konfrontiert worden. Jetzt im Nachhinein, wo der Film läuft, höre ich immer wieder von Leuten, ich würde ihn gerne schauen, aber ich mag auch nicht mit dem, ich mag mit dieser Thematik nicht stellen. Ja. Bist du allein? Also wie ist das damals oder wie geht das dir? Weil du bist ja noch so viel mehr dort drin. Also du hast das gelebt von A bis Z mit deiner Familie. Was tut man da für einen Kampf? Ja, also die ganze Gesellschaft ist damals von Drogen und von HIV betroffen gewesen, oder hat sich betroffen gefühlt. Klar hat nicht jeder Drogen genommen, aber Sucht ist ein Thema, wo jeden angeht. Wie kontrolliere ich meine eigenen Suchttendenzen? Ist ein Thema gewesen, für die Gesellschaft. Und dann war ein neues Thema auch gewesen, wie gehe ich mit einer Betreuung um. Klar hat sich dann herausgestellt, HIV betrifft vielleicht tatsächlich nicht jeden, aber HIV hat man auch zuerst lernen, dass das fast immer tödlich war damals. Mhm. Ja, das haben wir ganz am Anfang auch nicht gewusst. Und dann sind natürlich dann riesige Ängste gekommen. Wie kann man sich anstecken? Wie gehen wir jeden Einzelnen, wie gehen wir mit dem um? Also man hat dann nicht mehr können, so hippie-flippie 68er-mässig einfach umeinander vögeln, auf Deutsch gesagt, wie man vorher doch einfach. Ja, eben, das kann man jetzt, oder? Und ja, vorher hat man das auch nicht können, aber aus gesellschaftlichen Gründen, die Gesellschaft hat sich gewandelt gehabt, und dann hat es halt andere Realitäten gegeben, als, es hat andere Realitäten gegeben als eine verlogene Moral, oder? Und es hat halt eine Realität von einer Sucht gegeben. Und ähnlich ist das jetzt auch wieder, oder? Man kann sich vor dem verschliessen, man kann das nicht wahrhaben, man kann übertriebene Ängste haben, man muss vielleicht übertriebene Ängste dann auch wieder können korrigieren und muss merken, wie geht man mit dem um, wie nah sind wir uns oder nicht und so. Wie immer Risiken einschätzen, jeden Einzelnen. Das ist auch damals so gewesen. Und insofern finde ich, es lohnt sich nochmal die Geschichte anzuschauen, wie es damals war. Und wie hat man das in ein Leben hineingebracht? Wie haben die Leute aber auch, es sind auch Leute daran zu Grund gegangen, aber vor allem, wie haben alle die Leute das gemacht? Alle die Leute jetzt auf der Seite, die gekämpft haben für die Sache? Also, ich meine, es hat sehr viele Leute gegeben, viele Töchter gegeben. 360 Töchter in Kanton Zürich haben gefunden, also nein, einfach Spritzen müssen wir abgeben können in unseren Praxen, geben wir Spritzen ab und dann kann der Kantonsarzt noch so äffeln, der hat keine gesetzliche Grundlage und medizinisch ist einfach seine Ansicht falsch. Zum Beispiel, oder? Oder es haben ganz viele Sozialarbeiter haben sich eingesetzt. Viele Leute haben gefunden, ich muss helfen. Das hat Suppenköche gegeben, Suppenküchen auf dem Platzspitz. Es hat aber auch Leute gegeben, die haben halt den Süchtigen das Heil vom Heiland und vom lieben Gott nachbringen. Ich weiß nicht, wie viel das hilft, aber es hat andere Leute gegeben, die haben konkret wollen helfen, haben geholfen. Es hat Leute gegeben, die gemerkt haben, ich kann jemandem eine Arbeit geben. Wenn der Methadon hat, dann kann ich ihm eine Arbeit geben. Und das waren auch Leute, die man es vielleicht überhaupt nicht davon erwartet hätte. Also eben KMU, Menschen, die heute vielleicht eine Partei wählen, die dort ziemlich gewaffelt hat. Mhm. Ja. Das sind, du erwähnst, also du erwähnst du Uyse, den Hirsch, Mia, Silvia, Madalena, ganz viele Persönlichkeiten, natürlich nicht alle, sind alles Menschen mit einem happigen Schicksal. Wer sind die und wieso hast du die für dein Buch ausgewählt? Also
Geschichten im Buch sind wahre Geschichten. Es ist so, dass dahinter wirkliche reale Personen stehen, nicht eins zu eins. So kann ein Arzt die Geschichte, auch wenn er nicht mehr ein Arzt ist, nicht erzählen, das ist klar. Ich muss die Leute schützen, indem ich halt das anders vielleicht ein bisschen zusammensetze. Aber der Kern von dieser Geschichte ist wahr. Und wichtig ist, dass das natürlich spannend ist zum Lesen für ein Buch, aber auf der anderen Seite soll es auch so sein, dass die Realität abbildet. Und die Realität der Leute ist natürlich sehr breit und die Normalität ist häufig nicht so spannend, dass man sie in einem Buch erzählen kann. Es gibt viele Sachen, die ich nicht erzählen konnte, aus vielen Gründen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass alle die verschiedenen Arten von Menschen eigentlich irgendwo abgebildet werden. Dass eben drogensüchtig ist nicht der Junkie oder der Fixer oder der Kokainist oder ich weiß nicht was, sondern es kann ganz verschiedene Leute betreffen, die abhängig werden, dass sie nicht loswerden, aber sonst eigentlich gut mit ihrem Leben zu schlagen kommen. Jetzt habe ich gerade zwei Sachen. Also, das eine ist nicht loswerden und das andere ist schon, wie du sagst, es gibt ganz viele verschiedene Arten von Menschen, die auch die mit Drogen Probleme haben oder ihre Erfahrungen machen, die dann in einen schlechten Verlauf hineingehen. Du mit all deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, mit ganz vielen Leuten, die du kennengelernt hast, wir suchen immer so nach einem Rezept. Also Heimkinder sprichst schon oder eben Kinder mit einer, Menschen mit einer schweren Vergangenheit, mit einer schweren Kindheit, ist aber lange kein Ding für, dass das ein Rezept für, wer landet in Drogen oder nicht. Man probiert ja sich immer so ein bisschen irgendwo zu schützen oder seine Ängste zu nehmen, aber das gibt es nicht. Nein, das Rezept gibt es nicht. Also, ich meine, es gibt sogar, gut, es gibt vielleicht Faktoren, die man benennen kann. Also, ein Faktor ist, wenn sich die Eltern mit Drogenproblematik beruflich auseinandersetzen, ist die Chance, dass ihre Kinder davon betroffen sind, relativ hoch. Oder? Es hat ein paar prominente Beispiele gegeben, die nenne ich jetzt nicht. Die sind zum Teil in den Medien bekannt worden, zum Teil nicht. Ich habe mit dem auch zu tun gehabt. Meine Kinder haben zum Glück keine Drogenproblematik. So Faktoren gibt es, oder? Ja. Es gibt andere Faktoren. Du hast gesagt, Heimkarrieren als Kind. Eben Eltern, die selber Drogen nehmen, ist ein Faktor. Also ich habe mehr als einmal gesehen, dass sowohl Eltern abhängig sind von Heroin, wie auch ihre Kinder. Das ist grauenhaft. Also, es gibt aber auch den Faktor, dass es muss nicht Heroin sein. Es kann auch Alkoholabhängigkeit sein. Es kann schon das Rauchen sein, oder, wo prädestiniert das Kind auch wieder raucht und so weiter. Also wertige Faktoren gibt es schon. Die Sozialpsychiatrie hat die untersucht und kann die statistisch benennen. Ja. Wie fest einem das dann hilft, selber sich anders zu verhalten als Eltern oder als Kind von Eltern, weiß es nicht. Also, was kann man tun? Ich denke, wir alle, ich habe es vielleicht schon mal ein bisschen angetönt, wir alle müssen schauen, wie dass wir zu Schlag kommen mit unseren Suchttendenzen. Wir haben in unserem Kopf ein Belohnungssystem, eine Maschine, die alles ständig prüft auf irgendwelche Lustmöglichkeiten, auf was ist richtig, was ist gut, was kennt jetzt und jetzt und jetzt und so weiter. Oder? Das ist eine Maschine, die ständig tickt. Und jede Situation, alle Lebensmöglichkeiten überprüft. Und die kann korrumpiert werden. Oder? Und das ist etwas, wo wir, jeder von uns, muss schauen, wie er das macht. Jeden Tag neu. Also kann ich jetzt aufhören mit Rauchen? Oder jetzt habe ich genug getrunken, jetzt gehe ich heim. Oder
nein, danke, ich nehme jetzt Mineralwasser oder was immer. Oder? Yeah. Und dass wir da, also eine Strategie ist zum Beispiel auch sagen, ja, ich kann ja nicht, oder? Ich kann ja nur ein Spür und das sind dann die, oder? So, yeah. Die auf die anderen, ich nicht, aber du auch, oder? Und so, yeah. Also das, so Mechanismen gibt es und die können bösartig sein. Ich denke, das muss man anschauen, immer wieder neu anschauen. Du hast das jetzt von der Hirn, also die Hirnforschung ist auch etwas, wo die von, oder glaub, immer, aber sind zumindest wo ein Motivationsgrund war, warum du in Medizin eingestiegen bist. Das ist ja etwas, was man als nicht drogenabhängiger fast nicht kann verstehen kann, wenn man doch aufhören Hör auf. Also wenn du willst, ja. Aufhören, wenn doch alles, ja. Warum geht der Schritt nicht zum Aufhören? Ist das... Ja, also es gibt ein einfaches Tiermodell, wenn man schon bei der Hirnforschung ist. Ja. Das ist ein grauenhaftes Bild. Olds, der hat in den 60er Jahren Versuche gemacht, der hat der Ratte die Möglichkeit gegeben, einen Schalter zu betätigen. Und der Schalter hat gemacht, dass entweder Heroin oder elektrische Impulse am Belohnungssystem freigesetzt werden. Und er hat es noch weiser gemacht. Die Ratte, die hat den Schalter noch erreichen können, wenn er auf eine Heizplatte, also über eine Heizplatte. Und die Ratten haben sich lieber verbrannt als auf den Schalter, also auf die Belohnung. Sprich aufs Heroin oder einfach Suchtbefriedigung zu verzichten. Und das Olds'sche Belohnungsmodell, das ist natürlich schon Sinnbild für das, was mit uns auch passiert. Wenn wir unser Belohnungssystem, von einem Belohnungssystem abhängige Hirne korrumpieren durch eine Sucht, was weiß ich, ständig auf dem Handy irgendwie oder eben irgendeine Sucht Drogen oder Pornos oder irgend so Sachen. Also das kann, es gibt so viele Möglichkeiten, die wir haben, heutzutage süchtig zu werden. Das war nicht immer so in der Menschheitsgeschichte, aber so ist es jetzt und mit dem müssen wir schlagen. Also wie irgend mit anderen Schwierigkeiten, die halt in der jetzigen Zeit da sind. Das ist die jetzige Realität. Ja. Also begünstigt die jetzige Zeit, die jetzige Gesellschaft, wie sie funktioniert, auch eine Abhängigkeit? Ja, also ganz klar. Ich meine, ein Mensch vor 10'000 Jahren, bevor wir eine agrarische Gesellschaft geworden sind, der hat jeden Tag müssen schauen, wie er genug zu essen bekommt, wie er genug warm hat. Und das Belohnungssystem hat ihm eigentlich da einen zuverlässigen Kompass gegeben. Und die agrarische Gesellschaft hat Überschuss können produzieren und zum Beispiel aus dem hat man können Alkohol herstellen. Und der Alkohol ist vielleicht eine Möglichkeit war, einen Rausch zu haben, den man sich immer wieder hat machen wollte. Rauschende Feste hat man gefeiert, vielleicht schon vor 10'000 Jahren, aber man konnte nicht jeden Tag saufen. Oder? Das kann man vielleicht erst in 250 Jahren. Und heute kann man noch viel mehr, nicht nur saufen. Oder? Es hat viele, viele Suchtmöglichkeiten, wenn man sich überlegt, wie alt sind die, dann sind die alle sehr jung. Oder? Und Opioidabhängigkeit hat es vor ein paar hundert Jahren noch nicht gegeben. Und seit 100 Jahren ist es immer mehr Leute zugänglich können, heroinabhängig zu werden oder kokainabhängig zu werden oder von MDMA oder Cannabis ist schon ein bisschen älter vielleicht möglich. Aber so potente Cannabis-Sorten hat es früher nicht gegeben. Ich möchte nochmal zurück auf die Patienten, die du gehabt hast. Du beschreibst zum Beispiel auch eine Patientin, die bei ihren Kindern am Kopf knübelt, um die Kokswürmer, die es nicht wirklich gibt, aber die rauszuholen. Du bist ja. Also, du hast ein riesiges Engagement für all die Menschen aufgebracht, bist aber immer wieder an den Moment gekommen. Was
was einem schier unmöglich dünkt, manchmal auch den Aufwand zu betreiben für jemanden, der einem dann auch schießt oder andere verletzt. Wie hast du dich, also, wie bist du mit dem umgegangen? Oder wie hast du dich geschützt von dem? Oder respektive, woher holst du den Antrieb für das Engagement? Ja, also, sich schützen muss man ganz normal. Also eben den Namen Mundschutz anziehen, oder? Ja. Manchmal klingt es einem auch nicht, sich immer können genügend schützen. Also bei HIV gibt es vielleicht die Situation, dass man sich verletzt an einer Nadel und so weiter. Also das ist schrecklich. Oder? 3 Monate hat man müssen warten, bis man gewusst hat, ja nein, ist nichts passiert. Und das hast du erlebt? Mehr als einmal, ja. Meine Frau ist dann auch betroffen. Ja. Oder? Also, ja. Also es gibt, also wenn du fragst nach sich schützen, du meinst aber vielleicht mehr sich emotional schützen. Also das finde ich auch spannend, aber das andere, wie oft ist es vorher, dass du gefunden hast, hey, für euch ist ich mir den Arsch auf und irgendwie lässt du mich hängen oder gehst gegen deine eigenen Kinder oder was auch immer. Ja. Wie gehst du mit? Ja, ich bin vielleicht ein bisschen anders gelismet, also das frustriert mich jetzt nicht, oder? Ja. Sondern das ist das, was ich sehe, das ist die Realität, das ist die Krankheit, das ist das, wo ich muss irgendwie einen Rang vielleicht finden können, zusammen mit dieser Patientin, mit dem Patienten. Ja. Und das ist mir bei dieser Frau zum Beispiel nicht gelungen, oder? Mhm. Also ich habe ja geschrieben, geschildert, dass sie zum zweiten Stock aus einem Fenster rausgekumpelt ist und sich dann schwer verletzt hat. Und ich habe sie dann als Patientin verloren und auch ihre Familie und ihre Kinder nicht weiter können helfen. Ich weiss nicht einmal, was aus ihr geworden ist. Ja, die Geschichte ist eigentlich ziemlich 1:1 drin. Ja. Ja, das ist ist eine also ich meine, wie macht man das, wie geht man mit dem um, oder? Die Frage ist natürlich, was man erwartet. Also man kann natürlich nicht erwarten, dass man die ganze Welt kann heilen. Also ich schilde hier auch einen Kollegen, oder? Der Peter Frey, oder? Der hat am Morgen Angst, den Spruch gemacht, so, jetzt gehen wir gucken. Welt heilen, ja. Oder? Ja. Und hat sie so seine Hose trägt, so, und den Spickel an, ja. Und so. Und also so die Attitüde, mit der kann man die Welt heilen, das ist, also das kann ich dann schon nicht, oder? Das ist... Es ist jetzt auch spannend, dass du hast ziemlich klar gesagt, es ist einfach eine Krankheit, das ist ja das, was in einer Gesellschaft oft auch schwer fällt, das so anzuschauen. Es sind Drogenabhängige. Und oft eben, man kritisiert den Menschen oder meine Frage schon vorher, wieso hörst du nicht auf, wenn du aufhören willst? Und da kommt aber jetzt relativ klar von dir, es ist eine Krankheit und da ich als Arzt bin dafür zuständig, mit dem Patienten einen Weg zu finden, mit dieser Krankheit umzugehen. Ach, das ist doch ganz normal, ja. Oder? Wenn du einen übergewichtigen Diabetiker hast, oder, der 3-mal so schwer ist wie du, oder, aber gleich gross, also einfach ein Kugel, oder? Ja. Dann ist doch völlig klar, du kannst dir nicht einfach sagen, ja, hör endlich auf, so viel essen. Oder? Ja. Er hat Diabetes und muss adäquat behandelt werden. Er hat eine Stoffwechselstörung. Die ist auch da oben, die ist nämlich nicht nur in der Bauchspeicheldrüse, oder? Ja. Sondern das ist ein System, oder? Und das ganze System ist uns reguliert und dann musst du, das ist normal ja. Mit einem Doktor. Und wenn dich da frustrieren liest und jetzt hat das immer noch nicht kapiert und seine Kinder kommen auch noch in das rein, oder? Du siehst das und begleitest ihn ja über Jahre hinweg und dann siehst du, was mit dem Kind ist. Und, also, das ist normal. Das ja. Ist, also entweder man interessiert sich dafür und natürlich bei Drogenabhängigen gibt es einen Gewinn. Aus, ich meine, die haben spannende Storys. Ja. Ist ein Thrill, oder? Ich habe schon ein bisschen zugegeben, wie dass es ein Thrill war gegen die Autoritäten, den Kantonsarzt oder irgendwelche Professoren auf ihren Lehrstuhl, oder? Wo, Blödsinn erzählen, aber es sind meine Patienten. Und,
Kill meine Patienten. Das ist ein Game, oder? Natürlich ist es ein Game, oder? Ja. Und mit den Drogenabhängigen können Schlagen in der Sprechstunde über viele Jahre in den Schlag kommen. Das ist ein Power Game. Es macht Spass auch, oder? Das ist ein Thrill. Ja. Klar, ich fahre auf das ab. Ja, klar. Also ist eine Motivation, oder vielleicht zwei, oder? Also, dass es eine reale Not ist. Durch das ist es eben nicht einfach ein unberechtigtes, nur eigennütziges Game. Aber du musst ja irgendwo einen Gewinn haben, emotionell, damit du einen Beruf machst. Also, man spielt, ja, ganz klar. Und ich meine, es gibt andere, die suchen. Also ein Neurolog, der will vielleicht selten in wirklich ausgefeilteste Krankheiten, wie jetzt das in dem Gehirn. Oliver Sacks hat das geschildert, oder? Wunderbarer Buchautor auch, oder? Und der ist ein bisschen anders gelismet in dem, was ihn fasziniert, oder? Und es gibt ja viele Leute, die das auch fasziniert. Dann schauen sie Dr. House, oder wie heisst das? Ich denke, natürlich gibt es den Aspekt, oder? Der Schmetterlings- oder Käfersammler, oder? Wo der besonders rare und glitzernde Käfer, Schmetterling oder so. Ja. Also eben Leidenschaft für die Sache und für die Menschen. Ja. Ich kann noch schnell auf die Freiheit im Drogenrausch, ist ein Titel. Ich weiß nicht, ob man eine Antwort darauf machen kann. Weil, wie du sagst, es sind spannende Geschichten. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich sehr fasziniert. Es sind spannende Geschichten, spannende Menschen, wo man immer das Gefühl hat, die sind ein Ticken freier, ein Ticken spontan. Ich denke nicht ans Morgen, was mich manchmal aufregt. Das ist schon heute, denke, wie funktioniert. Morgen muss ja auch noch funktionieren. Was aber auch hilfreich ist, es ist so beides. Sind es freiere Menschen, machen Drogen freier oder ist es gerade das Gegenteil, ist es ein extrem ambivalentes Game zwischen frei und total gefangen, abhängig. Und der Range ist bei diesen Menschen einfach viel grösser. Ja, klar, also die Freiheitssucher können auch Popstars werden, oder mit dem, also Amy Winehouse heisst sie, hat sie, glaube ich, geheissen, oder? Wo auch gestorben ist wegen Drogenproblemen. Es gibt viele Vorbilder auch aus den 80er Jahren, die da, damals dann mit AIDS zum Beispiel zu Grund gegangen sind und so. Also man kann zu Grund gehen, dort Freiheit suchen. Und als Einzelne kann man vielleicht Freiheit gewinnen, so, aber der Preis ist ja schon offensichtlich auch jetzt, nur schon in diesen Sätzen. Ja. Also die Freiheit ist etwas Prekäres, oder? Und Freiheit können als Gesellschaft herstellen ist prekär, Freiheit suchen ist etwas, was, glaube ich, alle tun. Jeder von uns. Also das ist, glaube ich, auch wieder da oben in diesem System. Hätte ich eigentlich können mehr loslassen und einfach nehmen, was ist, und die anderen suchen dann noch ein bisschen weiter. So ein bisschen so, oder? Ja, ich weiss nicht, vielleicht musst du auch mehr suchen, ich weiss nicht. Ich finde mich nicht unfrei. Ich merke nur, dass das ja auch eine Faszination ist von, man hat das Gefühl, sie sind weniger eng, also die Menschen, die du beschreibst, nein, du schreibst sie nicht furchtlos, und trotzdem hat man das Gefühl, irgendwann haben sie bei gewissen Sachen weniger Angst, weil sie einfach reinschiessen. Es hat Tätige, oder? Aber es hat ja auch andere. Es hat ja Tätige, die in einer Angst und Paranoia gefangen sind, das ganze Leben lang. Und sich gerade durch Opioid kann man da vielleicht, gibt es auch einen Versuch, sich selber zu meditieren mit dem. Ja. Der kann sogar fast ein bisschen erfolgreich sein. Also ich denke, das darf man halt gar nicht laut sagen, oder? Aber Opioide sind eigentlich relativ gute Neuroleptika. Ich finde bessere Neuroleptika als viele offizielle Neuroleptika.
Natürlich, sie machen abhängig, aber wenn die Abhängigkeit schon da ist, dann muss man eigentlich sagen, hey, hallo, alle, die Neuroleptika brauchen, die müssen zuerst mal wirklich genug Opioid haben, weil Opioidabhängig sind sowieso schon, und dann kann man ihnen Neuroleptika geben. Also da kommen wir so in eine pharmakologische Diskussion. Ich wollte dich nicht langweilen, oder? Aber also dass jetzt alle mehr Freiheit gewinnen, oder auf der Freiheitssuche bei Heroin gelangt oder bei anderen Drogen landet. Nein, also das stimmt nicht. Erzählst du von deinem Chef eine Jähzornig, also von deinem ersten Chef eine Jähzornig, einen selbstkritischen Tyrann, wo dir aber in einem tollen Moment irgendwo auch sehr klar zu spüren gegeben hat, dass er auch grosse Stücke auf dich haltet. Und dann verlässt du eigentlich das Kapitel so mit der Frage, dass er dich zurückgelassen hat mit der Frage, was berührt mich, was lässt mich kalt, was hat meine ärztliche Tätigkeit und mein Leben geprägt? Also, ich denke, in dem Moment hat mich vor allem berührt, dass er einfach plötzlich dermaßen klar und offen ist und sich selber ungeschönt zeigt, wie er sich selber sieht. Das ist ein grossartiger Chirurg, oder? Das ist keine Frage. Das ist einer von den absoluten Top-Shots, auch international gewesen. Und das, was ihn treibt, das hat mich wirklich berührt. Irgendwie hat er mir eigentlich gesagt, hey, schau dich selber an, was willst du, auf was willst du dich einlassen? Willst du dich einlassen mit der... Also mich hat dort dann eben die Frau, die in einer Locked-In-Situation war, also weder Arm noch Bein noch irgendwie Mimik noch Sprache, nichts mehr gehabt hat, um sich auszudrücken, wie kann man deren Zugang geben zur Welt, oder? Dann hätte man irgendwelche Elektroden können implantieren und einen Computer installieren und das Ganze und so. Ich hätte mein ganzes Leben können mit dem verbringen, mit dem Problem, mit diesem Problem von Nerven, Maschinenschnittstellen, und das wäre spannend gewesen, aber es ist auch Hybris, oder? Er hat dort auch von Hybris geredet. Soll ich mich auf die Hybris einlassen? Ich bin froh, dass ich nicht so ein Leben gewählt habe, da wäre ich wahrscheinlich daran zugrunde gegangen. Und er hat mich gefragt eigentlich, hey, schau dich selber an, wo bist du, oder? Was willst du jetzt, oder? Und da ist ein Riesenproblem, grauenhaft, ein Mensch, der eingeschlossen ist und sich nicht mehr äußern kann, oder? Und wir haben ganz vielfältige Probleme, ein bisschen etwas kannst du machen und vielleicht erreichen sogar. Aber wer bist du? Schau dich an. Ja. Also ein prägender Moment, für das du dich noch entschieden hast, aus dem abenteuerlichen Weg, den du gegangen bist. Ja, den habe ich ja nicht einfach gerade liegen lassen. Ja, ja. Ich glaube, ja. Ich bin froh, weil ich finde es wahnsinnig spannend und ich finde toll, was du geschafft hast. Ja, ich habe eine grosse Achtung. Dankeschön.